Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente und spiele zusammen mit euch Child of Light. In der letzten Folge haben wir das Symbolmeer betreten und so ein bisschen uns erstmal in absoluter Ehrfurcht der wunderschönen Grafik an dieser Stelle hingegeben und sind jetzt noch so ein bisschen dabei, das zu erkunden, denn hier soll ja angeblich irgendwo der Palast der Sonne sein. Wir haben auch schon einen Weg dahin gefunden oder gesehen. Aber so ganz sind wir uns noch nicht sicher, wie das hier alles funktioniert. Okay, hier ist so ein Wind, wo wir aber gegen ankämen. Im Zweifel lassen wir uns erstmal mit dem Wind mitstreiten. Lassen wir uns erstmal vom Wind bewegen, das wollte ich sagen. Meine Güte. Ah, hier ist wieder so ein... der Pfad des Lichts, alles klar. Er leuchtet sonst nichts. Hallo Fisch. Dieser Tod macht mich fertig. Tödliche Schuppen. Haha, von wegen tödlich. Ich hoffe, wir kommen vor dem durch. Das sieht zumindest für Finn gut aus. Bei Aurora leider nicht so. Schön, dass er gerade, also schön nicht, aber auch gut, dass er gerade Finn haut. Denn dann kann Aurora das so machen. Und ihm einfach mal 1500 Schaden drücken. So. Da reicht uns körperliche Gewalt. Da brauchen wir keinen Zauber. Juhu, Aurora levelt. Plim, 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 plim. Und Gen levelt auch. Plim, 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 plim. Und wir finden einen geschliffenen Rubin. Ja, so ganz bin ich mir noch nicht sicher, wie ich diesen Hinweisen da folgen soll, wenn ich ehrlich bin. Der sagt, ich soll jetzt hier nach unten, aber... Ja, hier sind auch so Kristallwellen. Also ich finde, was die Künstler mit diesem Spiel geschaffen haben, das ist einfach echt schön. Ach, hier ist eine Kiste. Oh, okay, was könnt ihr denn? Was seid ihr denn? Da habe ich ja jetzt so gar keine Ahnung, was ihr könnt und was ihr seid. Ihr kriegt erstmal alle von mir einen normalen Hieb. Und der gute Mann gibt euch mal allen einen Blitzschlag und wir gucken mal, was dann so passiert. 100er Schaden ist okay, kontert aber körperliche Angriffe, das ist nicht so nett. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass der Finn, mal sehen, was der so bringt. Ah, alle verwundbar durch Blitz, alles klar. Das hat sich gelohnt. Scheinen alles so Wasserwesen zu sein, dieses Ding da oben hingegen, aber... scheint körperlich relativ resistent zu sein. Soll mich im Moment aber nicht stören, denn im Moment... haben wir ja Free Damage, weil ich glaube nicht, dass das Viech überhaupt dazu kommt, was zu machen. Und irgendwann wird es schon umfallen, kostet uns keine Mana, wenn wir es so machen. Jetzt kann es aber auch mal umfallen. So, ja, danke. So. Schön, schön. Ein Stufenanstieg für Robert, sehr schön. Und noch mehr Saphire und die Kiste können wir aufmachen. Ungeschliffenes Markte, ja. Okay, hier sind wir wieder, okay. Hier waren wir letzt, war das letzte Folge? Ja, hier sind wir letzte Folge rausgekommen und haben uns noch gewundert, wo es hingeht. Und hier haben wir noch was eingesammelt, nämlich einen Magiesternstaub. Sehr gut. Was sagt's hier? Direkt nach unten. Aurora, sieh, ein weiterer Pfeil ist im Spiel. Ich hoffe, dieser führt uns zum Ziel. Und ich habe doch die ganze Zeit gesagt, ich will da noch nicht hin. Weil es da zum Palast der Sonne geht. Was soll denn das? Aurora kann mal ruhig... Ja, Hieb hat sie sowieso noch auf Level 2. Dann kann sie auch den Hieb gegen alle machen. In diesem Fall der Wichtige ist sowieso der Finn. Aurora unterbricht euch erstmal alle. Und der Finn, der gibt euch jetzt... Das war zu früh. Ich wollte doch das Mana noch haben. Naja, egal. Da muss Aurora blocken, denn da kriegt sie leider schnell genug nichts durch. Aua. Aua, lass das und kannst du mal aufhören, meinen Finn zu lähmen. Wo kommen wir denn da hin hier mit eurer Frechheit? Finn lähmen, Alter. Geht's noch? Da. Nehmt es schmutzig hin. War der jetzt empfindlich gegen Blitz? Hab ich nicht aufgepasst. Wir werden es herausfinden in diesem Fall mit diesem Blitz.
Nö, war er nicht. Nicht, dass wir ihm so auch genug Damage machen würden, aber er war nicht empfindlich gegen Blitz. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ja, ich hoffe nur, dieser führt uns zum Ziel. Also ich bin da ganz ehrlich, ich hoffe, der führt uns noch nicht zum Ziel. Oh, hier ein Fisch, also ein Laternenfisch oder wie die heißen. Bitte nicht auf uns schießen, wir sind noch auf der Suche nach dem Nichtweg. Aha, ich habe Zimbels Zeichen entdeckt. Mein Glühen hat das aufgeweckt. Tja, jetzt ist die Frage, ich suche A, nach der Quest mit dem Goldschatz und B, wollen wir natürlich auch noch alles mitnehmen. Ich habe rechts, also ich weiß, ich habe rechts noch was übersehen, beziehungsweise da war eine Tür, die ich nicht genommen habe, weil ich dachte, da geht's weiter. Und den habe ich nicht benutzt. Ich wicht. Mach mal, Finny. Mach mal, Aurori. Ach, da kannst du doch nicht... Das lässt du dir gefallen, dass der dir ausweicht? Oh, der arme Finn. Ja, Aurora hat eine 30% Chance, sich zu wehren. Macht sie nie, aber die ist halt zu gutmütig, liebe Leute. Das ist halt so. Ne? Aber theoretisch könnte sie es, wenn sie mal wollte. Die will halt nur nicht. Die ist zu gut zu euch. Wieso seid ihr eigentlich noch am Leben? Nachdem ich euch schon so hab gegeben. Das war doch mein Bestreben. Euch ganz schmutzig viel zu geben. Shit. Na gut, dann unterbricht den armen Finn. Das ist in Ordnung. Besser als wenn du Aurora unterbrichst, die euch beide umpustet. Würde ich jetzt mal so sagen. Ah, Finn kriegt ein Leben. Oh, ach, oh, 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 das eine Pünktelchen da. Naja, egal. Dip, dip, dip. Dip, 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 dip. So, gucken wir nochmal in den Fertigkeitszonen. Aurora, Quatsch, Rubella kann erstmal das lernen, das ist schön. Aurora braucht noch einen. Gen kann das lernen. Wengenis kann das lernen. Tristis kann einfach mal da weitermachen, wo wir zuletzt bei ihm aufgehört haben. Und Robert kann das lernen. Und Finn kann Level 3 Blitzschlag lernen. Geilomat. Jetzt ist die Frage, leveln wir hier jetzt erst kurz weiter bis zum Level 2 Lauffeuer, damit wir das zumindest auf Level 2 haben? Oder gehen wir gleich hier weiter und leveln uns durch bis zum Megamonsun? Ich glaube, wir machen das mit dem Megamonsun mal. Oh, Bekenntnis. Bekenntnis. Wie komme ich denn hier so durch? Kann ich hier in der zwischen den Dingern nach oben? Ah, so. Oh, hier, das ist hier schwierig. So, ungeschliffene Smaragde. Aua. Dumme Entenspieler. So, hier gibt's eine Kiste. Dann heile ich mal eben Igniculus Leiste runter. So. So. Hier kann ich jetzt ganz regulär wieder... Haltet doch mal still, liebe Leute. Noch ein versteckter Hinweis? Ja. Wir sind gut, das ist der Beweis. Ja. Dass wir gut sind, liebe Gruppe, das ist uns doch längst klar, oder? Oh, wie freue ich mich auf eine bestimmte Sache, die ich gleich zu Gesicht bekomme. Für die Gegner wird das nicht sehr besonders fein, aber den Blitzschlag haben wir jetzt auf Level 3 oder so. Ich habe nie behauptet, dass ich gut reiten könnte. Jetzt darf der gute Finn mal zeigen, was so richtig Sache ist. Rabbel die Bubble die Bubble. Kabom. Ja, ich glaube, das ging zügig, ne? Da kriegt die Aurora ein Level für. Wie schön. Nanu, hopp. Hatte Aurora nicht sowieso noch einen über? Genau, dann kann Aurora jetzt den Lichtstrahl auf alle Level 3 lernen. Sehr schön. Und dann gehen wir weiter hier oben rein, dass sie Hieb weiter auflevelt. Sehr schön. Geschliffene Zitrine ist auch gut. Oh, achso, hier ist eine Art Decke, die ich nicht gesehen habe. Vor allen Dingen, ich finde es etwas faszinierend, was Aurora so alles kann. Da wollte ich noch nicht hin. Becken, gib mir frei die Sicht. Zeig mir Vaters Not in hellem Licht.
Euer Gnaden, die Flut wird schlimmer. Schwach ist sein Atem, er fiebert noch immer. Vater, so erhebe dich. Hörst du das Schreien deines Volkes nicht? Das ist eher das Schreien deiner Tochter. Hier geht's also, glaube ich, sowas wie weiter. Das machen wir also mal später. Kann ich hier mich nicht durchfallen lassen? Nee, kann ich nicht. Uah! Shit. Da wurde ich hereingelegt. Das ist nicht gut. Schallgeschwindigkeit. Na dann. Hätte ich das gewusst. Du Noob. Hättest du mir das mal früher gesagt. Den da. Und den da. Sehr gut. Oh ja, den macht sie auch ganz ordentlich Damage. Und ich glaube, das dürfte schon die Nummer beenden. Nee, beenden noch nicht ganz. Der kommt sogar nochmal dran. Frechheit. Einfach die Prinzessin zu hauen, wie kann er es wagen? Sowas würden nur schändliche Schurken tun. So, ja, neue Fertigkeitspunkte jetzt gar nicht so wichtig. Kiste, wichtig. Wir wollen uns ja möglichst wenig Kisten und Secrets entgehen lassen. Ich ärgere mich ja, ups, immer noch, dass hier ist noch ein Hinweis. Aha, wohin diese Pfeile uns so führen. Das goldene Viereck können wir damit aufspüren. Ah, okay, das ist also scheinbar doch... Klug, ne? Das ist wahrscheinlich doch das Sidequest-Dingens. Sehr gut, dass ich da nochmal gegenfliege. Hier unten waren wir nämlich auch noch nicht. Erstmal gibt es hier eine Blume mit Sachen und dann gibt es hier auch noch eine Kiste. Mit mehr Glühwurm-Elixier. So, hier ist noch ein... Das ist Sinwills Weg, wir sind wichtig. Richtig. Wir müssen ihm folgen, das ist wichtig. Seht ihr, ich wusste doch, dass da noch ein Reim mit wichtig kommt. Das machen wir auch, liebe Leute. Aber erst, wenn wir diesen Gegner besiegt haben und rechts diese Türen mitgenommen. Wir sind rechts noch nicht ans Ende des Streams gelaufen und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da gibt's noch was, das spüre ich. Das spürt mein altes Rollenspielerherz. Das schlägt dann immer so ein bisschen höher. Das ist wie bei Dagobert Duck. Wenn der Gold riecht, ne, dann wird der ganz anders. Und bei Ente ist das so, aua, der kontert, wenn mein Körperchen angefrischt. Der wird seltsam, wenn er Secrets riecht oder verpasste Schatzkisten. Das kann er nicht haben. Oh. Und insofern... Huch. Kann ich das Ding hier ausleuchten? Nee, okay. Hier haben wir alles mitgenommen. Das meine ich nämlich auch. So, und hier waren wir nämlich noch meines Erachtens nach nicht durch. Zum einen habe ich... Hup. Ups, ja, das war klar, dass ich da nicht gegenfliegen hätte sollen. Okay. Zum einen haben wir... Ja, da komme ich nicht hoch. Also muss ich hier rechts wieder durch. Okay. Zum einen haben wir wahrscheinlich relativ unspektakulär oben noch nicht ganz nach rechts alles gesehen. Aua. Also hier. Hier geht es erstmal wieder so. Ist das ein Schrein oder dergleichen? Vielleicht dient der Herz einst als eine Art Zeichen. Da gibt es also bestimmt auch noch was. Hier waren wir noch nicht ganz durch. Den da haben wir es noch nicht gegeben. Oh, ein Tod. Dem Tod geben wir ein Lichtstrahl Level 1, Level 3 und dem anderen geben wir einen Blitzschlag Level 3. Was haltet ihr davon? Und den bremsen wir noch ein bisschen an seiner aufdringlichen Art. Okay. Und Levelanstiege überall. Wie gesagt, das finde ich, macht Child of Light sehr, sehr gut. Irgendwie hat man immer das Gefühl, dass nach jedem Kampf, es kann auch sogar so sein, also ihr die Folgen, seht ihr, hier sind nämlich noch Kisten, ausgiebiger verfolgen könnt als ich oder etwas aufmerksamer verfolgt als ich, Mist. Habt natürlich die Gelegenheit, das nachzuprüfen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass nach ziemlich jedem Kampf irgendwer levelt. Oh, guck mal, Igniculus, Großpapa. Wusste doch, dass da was ist, elementar. Igniculus, hilf mir. Ich habe doch was gewusst, dass hier noch was ist, ich habe doch was gewusst. Du kennst meinen Namen? Ich kenne dich nicht. Und Igniculus guckt wieder so geil. Du und ich, wir sind beide Elementare. Aus der himmlischen Ebene entspringt unser Licht. Ach, an eine Ebene erinnere ich mich nicht.
Du bist noch jung, gerade erst geborgen. Helllichter wie du vergessen schnell. Oh, nun zurück zum ewig währenden Morgen. Er ist großartig und noch heller als hell, wie glücklich er auf einmal guckt. Lichter tanzen dort wahnsinnig schnell. Und noch mehr Glühwürmer leben dort? Tausend Brüder und Schwestern bevölkern diesen Ort. Ich vermisse ihn sehr, ein piskianischer Zauberer rief mich her. Doch hat ein Unhold ihn fortgetragen. Der Königin der Nacht konnte ich entrinnen. Bin jedoch zu schwach, den Sprung heimzuwagen. Kinkudos, ich brauche deine Hilfe, kannst du mich hören? Wir müssen unsere Kraft bündeln, mehr Elementar zu beschwören. Okay. Ja, du... Und jetzt? Sie haben sich erhoben. Wo? Meine Glieder sind müde und schwer. Sie hören mich nicht, die Elementare sind verstreut. Eurer Führung bedürfen sie sehr. Verlorene Lichter, holt sie alle her. Ich spüre je zwei in Ebene, in Wall, im Wald und auf dem Meer. Funkeln wie du umschwirren Schreine, aha. Ihre Kraft befreit mich aus der Welt hier, aus dieser Welt hier. Was meinst du, Aurora? Helfen wir? Wir bringen sie zurück, das schwöre ich dir. Aurora hilft einfach allen. Die verlorenen Lichter, gucken wir uns mal kurz an. Finde 6 leuchtende Glühwürmer, die im Schrein, in Wald, Ebene und Meer irren und lass zum Elementar, der nach Hause will, schwirren. Alles klar. Da gucken wir doch mal. Ich habe jetzt, glaube ich, endlich... Der war doch hier, ne? Da. Aurora, ein Glühwürmchen kommt immer näher. Hallo. Grüß dich. Grüß Gott. Hey da, ich suche ein Elementar. Erreiche ich mich her. Los, flieg zur Küste vom Silbermeer. Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Hui. Noch 5. Nicht weniger, nicht mehr. Okay, das ist natürlich hip. Sidequests und so. Jetzt bin ich gerade mal überlegen. Machen wir die erst? Mal eben fix. Dafür sind diese Schreine also immer gut gewesen. Kabam! Verwundbar durch die Blitz. Und jetzt kommt verwundbar durch die Licht. Kabams! Oh, und der steht sogar noch, der Asi. Glaubt, er könnte sich das gegen uns erlauben, einfach zu überleben, wenn wir unsere Zauber auspacken. Aua, das wusste ich nicht. Kontert körperliche Unterbrechung, dann kontert das hier. So. Juhu! Blim, 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 blim. Und plam, 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 plom. Und plum. Gucken wir mal, Aurora, hier solltest du weitermachen. Da hast du Skillpunkte für über. Geneva kann das hier fertig machen. Und er kann immerhin den Kategida-Spalter Level 2 lernen. Sehr schön. Und du kannst das hier machen und Robert kann nicht das hier tun. Na gut. Und Rubella? Ja, so. Was ist das hier oben? Oh, schön. Das nehmen wir gerne. Das war aber gut versteckt. Das hat man nur gesehen, weil da dieser Sternenstaub geleuchtet hat. Also ich habe das nur deswegen gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gesehen habt. Weiß auch nicht, wie das genau dann auf dem Video aussieht. Hier waren wir schon. Ich glaube, voll machen, wo wir jetzt gerade wieder oben sind, eben schnell. Suchen wir mal die Elementare. Wir müssen ja nur 5 finden. Wir müssen ja auch nicht so viele Monster dafür besiegen oder so, sondern einfach nur spannend durch die Gegend fliegen. Hui, 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 hui. Hier war nämlich auch noch irgendwo einer, meine ich. Genau. Da ist ein Glühwürmchen aus dem Heer. Hallo. Hi, ich suche einen alten Elementar. Rief mich her. Los, flieg zur Küste vom Silbermeer. Ich eile jetzt zum Elementar. Bis nachher. Ciao. Noch 4, nicht weniger, nicht mehr. Na gut, liebe Leute, die 4 anderen, die suchen wir zusammen und gemeinsam gleichzeitig sagen. Zusammen. Zusammen. Jawohl. In der nächsten Folge. Ich bin die Zementente. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben oder ein Abo da, das fände ich nett. Und ansonsten freue ich mich, euch in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und sage ciao, ciao.